Heute Läuselamm. Tschüss Mama, tschüss Greta. Viel Spaß im Kindergarten. Tschüss mein Schatz, bis nachher. Tschüss Anne. Hallo Mama, hallo Bello, ich bin wieder da. Hallo Anna, wie war's in der Schule? Ganz okay. Was gibt es denn heute zu essen? Heute gibt's Würstchen mit Kartoffelsalat. Oh, lecker. Wo ist eigentlich Greta? Die ist im Wohnzimmer, die wollte was malen. Okay, dann gehe ich gleich mal zu ihr. Mama, das schmeckt aber lecker. Das freut mich, mein Schatz. Mama, mich juckt es heute schon die ganze Zeit. Wo denn? Am Kopf. Wirklich? Ja. Du, da müssen wir gleich mal nach dem Essen nachschauen. So, dann lass mich mal sehen. Anna, ich hab's befürchtet. Du hast Läuse. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe mir doch gestern erst die Haare ganz gründlich gewaschen. Das hat doch nichts mit Sauberkeit zu tun, Anna. Im Gegenteil, Läuse lieben sauberes Haar. Können Läuse denn springen? Nein, aber sie können sehr gut klettern. Wenn ihr zum Beispiel in der Schule bei einer Gruppenarbeit die Köpfe zusammensteckt und die Haare sich berühren, können die Läuse von Haar zu Haar rüberklettern. Ja, und was machen wir dagegen? Das juckt so doll, Mama. Wir gehen jetzt sofort in die Apotheke und holen uns ein Mittel gegen Läuse. Aber vorher gucke ich mal bei Greta vorsichtshalber nach. Nicht, dass sie auch Läuse hat. Greta, komm mal bitte. Ja, Mami, ich komme. Greta, deine Schwester hat Läuse. Wir müssen jetzt gleich in die Apotheke, aber vorher möchte ich mal nachschauen, ob du auch Läuse hast. Was sind Läuse? Und Mama, wo wirst du nachschauen? Läuse sind so kleine Käferchen, die auf dem Kopf sitzen und beißen. Und dann juckt der Kopf ganz doll und dann müssen wir dringend was dagegen machen. Greta, Schatz, du hast ja auch welche. Oh nein. Es hat mich auch heute im Kindergarten schon die ganze Zeit gejuckt. Ich habe nur vergessen, dir das zu sagen. Du, da müssen wir die Schule und den Kindergarten informieren. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wir brauchen was gegen Läuse. Meine beiden Töchter haben leider welche. Ah, da habe ich gleich was da. Meine Kinder haben das früher auch öfters gehabt. Haben Sie denn zu Hause schon einen Läusekamm? Sonst müsste ich Ihnen noch einen mitgeben. Nein, den habe ich nicht. Braucht man den denn unbedingt? Ja, das ist sehr wichtig. So, muss ich mal gucken, ob ich das Läuse-Shampoo habe. Ah, da ist es ja. Und den Kamm, den habe ich hier unten im Schrank. So, bitteschön. Also, Sie müssen die Haare waschen, das Shampoo 10 Minuten einwirken lassen, dann ausspülen und dann mit dem Nissenkamm die Nissen auskämmen und dann das Ganze in 10 Tagen nochmal wiederholen. Und dann müsste es eigentlich erledigt sein. Alles klar, okay. Und wenn ich schon mal hier bin, ich bräuchte noch was gegen Kopfschmerzen. Ja, kleinen Moment, das hole ich auch gleich mal. So, der Nissenkamm, das Shampoo und die Kopfschmerztabletten, das macht dann zusammen 12,34 Euro. Ja, hier, bitte. Dankeschön. Danke auch. Dürfen die Kinder denn was Süßes haben? Ja, eine Kleinigkeit. Bitteschön, Kinder, das ist für euch. Dankeschön. Bitteschön und viel Erfolg mit dem Läuse-Shampoo. Danke, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, dann wollen wir mal. Hoffentlich hat der Apotheker recht, dass wir damit die Läuse schnell loswerden. Oh nee, Anna, pass auf, Mama will ihn jetzt einschäumen. Hoffentlich bekomme ich nichts in die Augen. Schnell, Anna, hol deine Taucherbrille. Greta, das schaffen wir doch mit links. Wir halten doch zusammen. Dann sind wir wenigstens die blöden Läuse los. So, Anna, mit dir fange ich mal an. Dann schäume ich jetzt deine Haare ein, es muss kurz einwirken und in der Zeit schäume ich mal bei Greta die Haare ein. Jetzt noch bei dir, soll ja keine Laus überleben hier, ne? Hallo Familie, was macht ihr denn hier? Heute ist doch gar kein Badetag. Hallo Papi. Habe ich irgendwas verpasst? Hallo Peter, ach ja, du,
Wir haben Läuse. Das nicht schrecklich? Oh nein! Ja, aber wir waren schon in der Apotheke und der Apotheker hat uns ein Shampoo verkauft und meinte, damit sind wir die ganz schnell wieder los. Na, bin ich ja mal, hoffe ich ja mal, dass das hilft. Du, aber du musst mal in der Zwischenzeit, wo ich die Kinder jetzt bade, unten mal alles absaugen. Sofa und Teppich. Ja, das kann ich machen. So, fertig. Jetzt noch schnell abtrocknen und dann müssen wir die Nissen noch auskämmen. Dann sind wir, glaube ich, durch. Mama, hattest du als Kind auch schon mal Läuse? Ja, die hatte ich tatsächlich. Das muss im Kindergarten gewesen sein. Ich kann mich noch erinnern, dass mir danach die Haare ganz kurz abgeschnitten wurden von meinen Eltern. Das fand ich ganz furchtbar. Aber du schneidest jetzt nicht unsere Haare ab. Nein, natürlich nicht. So, ich bin jetzt fertig, dann könnt ihr euch anziehen gehen. Ist gut, Mama. Ja, Viktoria, ich fange schon mal an zu saugen. Dann will ich mal die Betten abziehen. Ach, hier ist noch ein Teddy, den werde ich ins Gefrierfach tun, damit die Läuse verschwinden. Papa, warum hast du denn meinen Lieblingsteddy in diesen Beutel reingetan? Ja, wir wollen doch die Läuse loswerden. Den packe ich jetzt ins Gefrierfach. Friert er dann nicht? Nein, nein, der friert nicht. Ja, aber ich kann doch gar nicht ohne meinen Teddy einschlafen. Dann darfst du heute Nacht ausnahmsweise mal bei uns mit dem Bett schlafen, ne? So, ich will jetzt das Kissen noch in die Waschmaschine stecken und dann müssten wir es eigentlich fast alles haben. So, gleich ist die Waschmaschine auch fertig. Mensch, mach hin. Hoffentlich ist nichts eingelaufen. Das sieht alles gut aus, ist nichts kleiner geworden, Gott sei Dank. Papa, packst du den jetzt in das Gefrierfach? Ja, aber du kriegst ihn doch morgen dann wieder, ne? Na, Greta, ist auch mal schön, wieder bei Mama und Papa im Bett zu schlafen, oder? Ja. So, dann schlaf mal schön, ne? Gute Nacht. Gute Nacht. Oh nein, was ist das denn? Mich juckt's überall. Oh, jetzt habe ich bestimmt auch noch Läuse. Hallo, hier ist Greta und eure Video gefallen hat, dann abonniert uns. Und den Daumen nach oben. Dankeschön.